Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch heute ein Tagebuch für Kinder vorstellen. Und zwar sieht das Ganze so hier aus. Das ist von Sonntagskinder, das Tagebuch. Und ich stehe ja selber sehr auf Journaling und war deswegen sehr gespannt auf dieses Tagebuch für Kinder. Also man hat 21 Wochen und ich würde sagen, wir blättern erstmal durch, bevor ich euch weitere Informationen dazu gebe, weil es ist einfach wunderschön gestaltet. Wir gucken mal, machen das mal auf. Alle Kinder haben die märchenhafte Kraft, sich in alles zu verwandeln, was auch immer sie sich wünschen. Super schön. Und hier geht's dann halt los. Dieses Buch gehört, mein Tagebuchpartner ist, also wenn man das jetzt, ne, zusammen mit Mama oder Papa oder so macht, dann hat man hier Platz für ein Foto. Diese Dinge tun wir besonders gern zusammen. Wir füllen das Tagebuch gemeinsam aus, weil an diesem Tag haben wir den ersten Eintrag gemacht. Und da möchte ich halt was dazu sagen. Natürlich kann man das halt Kindern schenken, die schon schreiben können, aber es ist halt schon gedacht, dass man das mit ihnen zusammen ausfüllt. Und ich, also das ist jetzt übrigens die Rohversion, weil ich eins an euch verlosen darf. Also ich fülle das zum Beispiel auch mit den Kindern zusammen aus. Die können ja noch gar nicht schreiben, aber es ist auch wichtig, dass man es halt mit ihnen zusammen macht. So, dann hat man hier nochmal auch ein Inhaltsverzeichnis und immer wieder diese kleinen, tollen Grafiken. Dann geht es halt hier auch nochmal so ein paar einführende Worte auch, wie das Ganze aufgebaut ist, auch das Konzept einfach nochmal von diesem Tagebuch für Kinder, auch wie man das dann ausfüllt, das können wir nochmal zusammen lesen. Setze dich einmal pro Woche mit deinem Tagebuchpartner zusammen hin. Also einmal die Woche finde ich halt auch wirklich realistisch. Sich jeden Tag mit dem Kind hinzusetzen, hätte ich schon wieder schwierig gefunden. Ihr lest die Kurzgeschichte und füllt die Fragen im Buch aus. Ihr könnt euch auch mehrmals pro Woche zusammensetzen und dafür jeweils nur kurz in dem Buch lesen und schreiben. Das entscheidest du. Schreibe deine Gedanken zu den Fragen in das Buch oder dein Tagebuchpartner schreibt auf, was du ihm erzählst. Er wird dir dabei auch von seinen eigenen Erlebnissen und Erfahrungen berichten. Und das finde ich halt auch so wunderschön, dieses in den Dialog kommen geführt und halt auch den Kindern von seinen Erfahrungen und Erlebnissen zu den Themen zu erzählen. So werdet ihr euch über viele spannende Dinge unterhalten und eine schöne Zeit miteinander haben. Genau, das ist halt super schön. Da wird auch nochmal darauf eingehen, dass das Kind der Bestimmer über das Buch ist, also dass das Kind schon die treibende Kraft sein soll und sein darf. So, und dann fängt man halt an mit Woche 1 von 21. Und Woche 1, da ist das Thema, sich seiner Stärken bewusst werden. Super schön. Was sind deine Superkräfte? Was kannst du richtig gut? Und was würdest du gern gut oder noch besser als jetzt können? Und welche Stärken sehen andere in dir? Bin einfach von vorne bis hinten absolut total begeistert. Ich hoffe, man merkt das. So, und dann geht es halt los mit dieser Kurzgeschichte, was schon erzählt wurde, die man dann halt zu Beginn so einleitend vorlesen kann. Und dann gibt es halt hier zum Ausfüllen. Jeweils entsprechend halt zum Thema, diesmal halt so Stärken. Hier gibt es auch ein paar Glückssätze. Ich bin neugierig, ich lerne gern, ich bin mutig. Also Affirmationen. Und dann kann man hier auch nochmal, hat man halt nochmal Platz für die Kinder, um zu malen, zu zeichnen, zu kleben, also Raum für Kreativität. Und das ist halt wirklich so dieses, natürlich kommen die Kinder an einen gewissen Punkt, wo sie sagen, so, ich will jetzt hier auch mal was machen, wie meine, die halt noch nicht reinschreiben können, wo ich das halt tue. Und dann dürfen die sich halt hier auf dieser Seite auslassen. Oder manchmal mache ich es auch, dass während ich vorlese und wir das ausfüllen, die halt auch nebenbei was malen zum Beispiel. Hier hat man dann halt dieses angeleitete Erzähle mir von dir. Genau, und dann geht es halt los wieder mit Woche 2. So ist das Ganze halt aufgebaut bis zur Woche. Können wir uns ja einfach auch nochmal Woche 21 angucken, dass ihr auch so ein Gefühl bekommt, welche Themen denn auch so angesprochen werden. Woche 21 wäre jetzt zum Beispiel sich und seine Umgebung bewusst wahrnehmen. Nimmst du Kleinigkeiten in deiner Umgebung wahr? Dinge, die du im ersten Moment gar nicht bemerkt hast.
Wieso ist es gut, auf solche Dinge zu achten und kleine Gedankenpausen zu machen? Und wie kann dir das in Momenten helfen, in denen du aufgeregt bist? Also halt auch so Thema Achtsamkeit und sowas. Also insgesamt gibt es halt 7 große glücksrelevante Themen, sag ich einfach mal so, in 21 Wochen gepackt. Und verhilft so den Kindern, aber ich finde auch den Erwachsenen, die das mit ausfüllen, zu mehr Selbstbewusstsein, Stärke, Mut und Glück. Also man selbst, während man das mit den Kindern macht, reflektiert ja auch einfach nochmal ganz, ganz viel und erfährt auch ganz viel über seine eigenen Kinder, weil man über manche Themen, die angesprochen werden, so im Alltag ja auch gar nicht so intensiv miteinander spricht. Und kosten tut das Tagebuch für Kinder 24,90 Euro, finde ich absolut lohnenswert, also absolut kann man absolut dafür bezahlen. Und das wurde zusammen mit Lehrern, Psychologen und auch Sprachexperten entwickelt und basiert wirklich auch auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und wie gesagt, ihr habt das schon so ein bisschen gesehen, es gibt halt diese Ausfüllfragen, es gibt auch Kreativaufgaben, diese Kurzgeschichten, die man halt immer dazu liest und diese wunderschönen Zitate. Und diese wunderschönen Zitate, da gibt es zum Glück auch ein paar ganz, ganz tolle Postkarten. Mein Leben ist schön, ich werde geliebt, ich bin richtig, wie ich bin. Also das halt auch als Affirmation einfach zu nutzen. Hier, das hatten wir gerade auch schon im Buch gesehen. Mein Leben ist schön, ich werde geliebt, ich bin richtig, wie ich bin. Halt auch in verschiedenen Ausführungen. Denn jedes Kind ist ein Sonntagskind. Ich bin übrigens ein Sonntagskind. also wunderschön. Guckt mal hier, ist auch ganz süß. Genau, und ich habe das große Glück, vielen Dank an dieser Stelle an Sonntagskinder, ich darf ein Tagebuch an euch, natürlich inklusive ein paar Postkarten, an euch verlosen. Und was ihr dafür tun müsst, übrigens habt ihr mehrere Gewinnchancen, also ich darf ein Tagebuch verlosen. Und wenn ihr bei den verschiedenen Möglichkeiten teilnimmt, hüpft euer Name einfach doppelt in den Lostopf. Ihr könnt sowohl auf Instagram unter dem Post, der dazu jetzt online ist, kommentieren oder auch unter diesem YouTube-Video. Und dann habt ihr halt einfach doppelt die Chance, das Tagebuch zu gewinnen. Und zwar möchte ich einfach, dass ihr mir schreibt, warum ihr dieses Tagebuch für euch und eure Kinder gerne gewinnen möchtet. Ich drücke euch die Daumen, ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück. Und an alle, die nicht gewinnen sollten, es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Buch für sich und seine Kinder zu kaufen, aber es auch super gerne zu verschenken. Also wirklich so Kinder, die so in die Grundschule gehen, so Grundschuleintrittsalter. Also bei Svea ist es manchmal schon natürlich ein bisschen, sie ist dafür eigentlich zu jung, aber ich habe sie einfach gerne dabei, weil sie einfach auch zuhört und ich niemanden aus sowas einfach ausschließen möchte. Vince hat mit seinen 6 Jahren aber definitiv schon ein gutes Alter dafür. Er geht nächstes Jahr in die Schule, aber ja auch nur, weil wir ihn haben zurückstellen lassen. Also eigentlich wäre er ja schon Grundschulkind. Also auch für Weihnachten, zum Geburtstag, zur Einschulung. Wunderschön, aber so gedacht so für, ne, Grundschulalter. Und ich werde dieses Tagebuch übrigens auch einfließen lassen in meinen Leseclub mit den Kindern. Das hat jetzt nicht direkt was mit dem Thema Lesen zu tun, aber aufgrund der Kurzgeschichten und die Fragen, die dann zu den Kurzgeschichten beantwortet werden, ist es einfach perfekt dafür. Das wollte ich noch kurz erwähnen. Also ich liebe es, ich liebe es. Ich hoffe, es ist angekommen. Also es ist wirklich was, was ich von Herzen empfehlen möchte. Ich verlinke euch den Shop von Sonntagskinder, wo ihr das Tagebuch bestellen könnt, unten in der Infobox. Wünsche euch ganz, ganz viel Glück beim Gewinnspiel. Und wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch der Tipp gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch und teilt es auch sehr, sehr gerne mit Freunden, für die das interessant sein könnte. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!